Mach nicht! Und das ist jetzt die Erleichterung. Als Männer ist ein sehr, sehr versierter Champion, der ist überall im In- und Ausland anzutreffen. Nicht echt, sondern die NL wird befeuert von einem Triebwerk. Das hat circa 22 und enorm schöne Flugzeug in die Allen 11, gebaut von Hans Mechner. Es sind jetzt leider schwerere Bedingungen zum Fliegen vom Windweg. Hans Messmer will jetzt den Start ausführen. Eine Runde fliegen. Mit ihrem Elektro PC21 von Kevin, vom Roger und vom Benny. Warten jetzt, bis der Hans diese Runde geflogen hat. Das sind seine Begleitflugzeuge mit Elektro PC21. Wunderschönes Flugbild von dieser Swiss MD-11, die ca. 26 Kilo wiegt. Man sieht, es hat seine Einwirkungen aus dem Flugzeug. Rickisberg ist eine sehr, sehr attraktive Modellfluggruppe, die sind überall anzutreffen in Vielzahl. Die fliegen etliche Modelle, meistens in Showblock, in großen Mengen vor. Sind einfachere Modelle, sind sogenannte Schaubatten. Aber wie Sie sehen, das ist ein wunderschönes Flugbild mit diesem PC21 und die MD-11. Bravo für diese Flüge! Zuschauer, ich habe soeben erfahren, bitte verlassen Sie die Hangars auf dem Dach. Es ist strengstens verboten, auf diesen Hangars sich aufzuhalten. Bitte, bitte verlassen Sie und genießen Sie die Zuschauer am anderen Ende. Bitte, Dankeschön. Wer es interessiert fürs Technische, die PC21, die hat ja Elektro, man hört sie ja kaum, und die werden verfliegen
heute möglich mit Telefons, Akku. Wir haben eine Irrsinnsenergie und diese 21 werden betrieben mit 6S-Akku. Wunderbares Hupen. So muss es sein. Bravo Hans und Bravo Rikisberg. Auch ich habe hier mit dem Wind zu kämpfen. Nicht nur die Modellflugzeuge fliegen, sondern mein Papier auch noch. Sie verdienen es, die Burschen hier an der Front. Jetzt bereiten sich diese vier Pilotiker vor, dass sie vor uns sich aufsplitten. Das muss natürlich vorbereitet werden. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Hans macht sich jetzt zum Anflug bereit, ist im Base und ich hoffe, er macht eine gute Landung. Alles ist heil geblieben.
den Piloten von Riggisberg und Hans Dankeschön für dieses gute Gelingen. Und gleich geht's zum nächsten Höhepunkt vor dem Mittagessen. Bereitet sich jetzt Freddy Doppelhofer vor. Wenn ihr jetzt auf